Willkommen bei Data Engage, dem Podcast rund um Daten, Engagement und Action. Von und mit Philipp Loringhofen, immer interessanten Gästen und dem kleinen Quäntchen Chaos. Herzlich willkommen wieder zu einer weiteren Folge Data Engage. Eigentlich dürfte ich mit der Person am anderen Ende fast gar nicht sprechen, wenn sie nicht aus Remscheid käme. Sie sitzt zwar jetzt gerade in Köln, was für mich als Exil-Düsseldorfer manchmal ein bisschen schwierig ist, aber das werden wir schon hinkriegen. Heute auch jemand dabei, den man zum Thema Marketing und Content auf alle Fälle auf dem Schirm hätte. Zum Thema Daten aber vielleicht nicht, aber das ist genau der Grund, weswegen ich sie eingeladen habe. Damit haben wir schon mal das Geschlecht. Vielen ist sie unter einem Pseudonym auf alle Fälle bekannt. Aber darum soll es heute nicht gehen. Deswegen, Dina, vielen herzlichen Dank, dass du dir heute die Zeit nimmst, dass wir mal so eine gemütliche halbe Stunde quatschen. Wer bist du? Was tust du jetzt nach den 10.000 Followern, die du jetzt gerade auf LinkedIn angesammelt hast? Philipp, hi. Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Exil-Düsseldorfer, das fand ich gerade ganz witzig. Ja, und die Frage, was ich jetzt tue, wer ich jetzt bin, nachdem ich diese 10.000 Follower auf LinkedIn angesammelt habe. Du, ich halte das für derart irrelevant. Das ist eine Begleiterscheinung von dem, was ich gemacht habe. Was habe ich gemacht auf LinkedIn im letzten Jahr? Content-Marketing, und zwar sehr, sehr stark auf LinkedIn konzentriert. Meine kleine Marke auf LinkedIn aufgebaut, viel Spaß gehabt, viel provoziert, viel mit Leuten aneinander geraten, viele ganz, ganz tolle Kontakte geknüpft, die Basis für die nächsten weiteren 5 Jahre gelegt. Alles ganz spannend für jemanden, der, wie ich, viele Sachen noch nicht alleine gemacht hat. Wer bin ich, was mache ich? Hi, ich bin Dina und ich mache ein bisschen Content-Marketing. Content-Marketing ist ja seit mindestens 6 Jahren in aller Munde, von Agenturen über CMOs bis zu, ich nenne sie jetzt mal, Marketing-Arbeitsbienen. Ist entstanden, klassisch natürlich aus dem Gedanken rund um SEO, Search Engine Optimization und dem ganzen Spielfeld da. Und dann hat es uns natürlich einen Social-Media-Hype, entweder damals in Deutschland dann StudiVZ oder dann StühlerVZ und Xing zwischenzeitlich und allem anderen irgendwie hier in Deutschland uns ein bisschen ruiniert. Und dann kam LinkedIn. Dann kam Corona. Und dann wurde auf einmal ins riesige Horn geblasen, Alter, wir müssen jetzt alle auf LinkedIn und das ist der große Heilsbringer. Und was hat dich damals bewegt, überhaupt LinkedIn als ein aktiven Kanal für dich zu nehmen? Ich weiß, du hast in einem Podcast vorher, der sozusagen hier vorauskam, schon mal ein bisschen angesprochen. Vielleicht nochmal in 3 Worten wiederholen, warum LinkedIn und warum nicht irgendein anderes Social-Media-Format damals? In 3 Worten. LinkedIn wegen Corona. Ich habe davor in verschiedenen Bereichen so ein bisschen rumgezaubert. Ich bin von der Uni gekommen, direkt selbstständig gemacht, sehr organisiert und hatte verschiedene Kunden, davon 2 irgendwann auf LinkedIn, mit der Bitte, man möge auf LinkedIn positionieren. Und ich war damals vor einem Jahr relativ grün, was LinkedIn anging. Ich habe immer mal Sachen mitgelesen, habe mich mit der Plattform vertraut gemacht, fand das aber grundsätzlich alles etwas steif, sehr deutsch, sehr bedeckt. Nicht unbedingt das, was ich gerne konsumiere, mag und was mich inspiriert. Hat mich aber zu der Zeit nicht interessiert, weil auch bei mir sind sehr, sehr viele Kunden weggefallen, der Großteil davon. Mehr als die Hälfte des kompletten Jahresbudgets sind bei mir eingebrochen. Und dadurch habe ich natürlich relativ schnell überlegt, okay, cool, du kannst jetzt rumweinen oder du kannst kreativ werden. Also mach was. Dann habe ich innerhalb von einem Tag dieses Modell entwickelt. Halt trotziger Millennial, der sich halt einfach mit gesellschaftskritischen Themen auseinandersetzt, vor allem mit Fokus auf intergenerationeller Kommunikation oder Generationskonflikten. Und dann habe ich halt einfach angefangen. Ich habe halt einfach angefangen, das, was ich weiß und das, was ich gut finde, in meinen Inhalten zu transportieren, während ich meine Kunden beraten habe. Das heißt, ich habe wirklich
gelernt, während ich es gemacht habe. Ja, eine gute Basis an Theorie mitgebracht, nicht allzu viel Praxiserfahrung und dementsprechend auf dem Weg gelernt. Ja, das waren so die Anfänge. Das waren unter anderem Motivationen, weshalb wir damals so angefangen haben. Es gibt keinen besseren Lehrmeister als hands-on. Ja. Tut manchmal natürlich dann ein bisschen weh und man landet öfters auf der Fresse als that's life. Es gibt doch dieses nette Zitat, ja, das Leben ist die beste Schule. Weiß ich nicht immer, aber auf alle Fälle auf solchen Spielfeldern kann man relativ wenig, doof gesagt, kaputt machen. It's forgiving. It is forgiving, but it's judging as well. So, ja, die okay, Leute ja, gut, ich weiß nicht, ob du da gerade über eine Kampagne, an der du teilgenommen hast, gerade redest. Ach, keine Ahnung, du. Aber ich rede viel, wenn der Tag lang ist. in all der Sache, besonders, sprechen wir einfach mal von deiner eigenen Lernerfahrung, hast du dir eigentlich jemals dann Gedanken drum gemacht, was wie viel Impressions hatte, was wie viel Likes, deine Engagement Rate, also wie wichtig war erstmal für dich bei der Entwicklung und dem Lernen deiner eigenen und dann vielleicht danach einmal jetzt auch in Anbetracht eures Consulting-Geschäfts und auch des ganzen Bereichs Content Creation, den ihr auch dann mit der Marke, ja, Trotzinger Millennial ja jetzt dann auch betreut. Eigentlich, wie wichtig ist es innerhalb eurer Service-Philosophie? Ich bin ganz ehrlich, als ich angefangen habe, waren mir Zahlen, Daten, Fakten ziemlich egal. Das heißt, ich habe mich sehr, sehr stark intuitiv an meinem Bauchgefühl orientiert. Heißt, ich habe auch nicht besonders viel Struktur gehabt in vielen Dingen. Ich habe aber immer schon von mir selber geglaubt, dass ich ein ganz gutes Händchen für Menschen habe. Das heißt, ich bin relativ empathisch. Und das habe ich mir auf die Fahne geschrieben, dementsprechend halt einfach angefangen zu machen. Für mich selber war das ziemlich überwältigend, was da mit dem Millennial passiert ist, weil ja, das ist nur Social Media, aber das, was ich von heute auf morgen, auf übermorgen, auf danach, die ersten Wochen schon alleine an Feedback bekommen habe, war für mich extrem viel, weil es halt einfach sehr persönlich war. Ich habe mich dann natürlich immer weiter und weiter damit beschäftigt, okay, was bedeutet Reichweite, was bedeuten diese Interaktionen, was bedeuten die Zahlen, was heißt das denn eigentlich? Aber ich habe es nie an Zahlen festgemacht. Man wird irgendwann schon ziemlich klickscharf, das heißt, wenn nicht direkt Reaktionen kommen, dann steht man da und ist so ein bisschen emotionally attached dazu, dass keiner mag, was man schreibt. Ja, nun, so ist das halt manchmal. Nein, aber obwohl ich selber natürlich gerne sehe, dass Leute das toll finden, ja klar, oder auch nicht, so wenig versuche ich mich selber davon abhängig zu machen, weil es für mich ein Indikator ist, aber viel, viel, viel zu einseitig. Wenn da 400 Likes stehen und 400 Kommentare, muss ich auswerten, von wem die kommen, bevor ich wirklich einen Kontext habe, mit dem ich arbeiten kann. Es hilft überhaupt nichts, einfach nur auf Masse zu gehen, ohne das nachher zu analysieren und zu schauen, gut, treffen wir damit die Ziele? Was bringt uns das? Ist auch jetzt bei der Beratung das Gleiche. Du sprichst was so Wichtiges an und vielen Dank dafür. Kontext. Besonders, wenn man sich dann solche netten Key Performance Indikatoren für alle Zuhörer, ja, die riesengroßen Gänsefüßchen kann ich gar nicht groß genug machen, weil es ja teilweise dann auch wiederum um Vanity Metrics geht, aber je nach Ziel natürlich einer Kampagne kann auch Reach oder Impressions eine valide Metrik sein. That's time for another discussion. Ist genau dieses Zerlegen, wer hat eigentlich mit meinem Inhalt interagiert und dann auch dieses Wie so wichtig. Nutzt ihr das jetzt in eurer täglichen Arbeit für eure Kunden? Also setzt ihr euch dann wirklich auch damit auseinander, dieses Content-Piece mit unserer vorher definierten Zielgruppe eigentlich eine Resonanz erzeugt? Oder geht ihr mehr rein und sagt generell, okay, wir bauen halt wie aus dem klassischen Marketing erstmal deine Marke auf. Das bedeutet, wir bauen erstmal deine entweder Followerschaft oder deine Connections auf und konzentrieren uns dann nach und nach auf die Interaktionsqualität. Man muss ein bisschen differenzieren. Man muss differenzieren zwischen, ist der jemand schon eine Marke,
ist da jemand schon aktiv? Wie ist der jemand aktiv? Wo steht der jemand gerade? Das heißt, eine Pauschalantwort ist hier super schwierig. Ich habe mich am Anfang gescheut, loszulegen, bevor man die Grundlagen gelegt hat. Es gibt aber durchaus auch Kunden, die haben wir betreut, die waren schon am Machen und da hat man halt nochmal komplett 3 Schritte zurück machen müssen, um zu sagen, stopp, das bringt so nicht viel. Aber man hört ja währenddessen nicht gänzlich auf. Das heißt, es kommt immer drauf an, was man selber verfolgt. Aber in dem Moment arbeitet man natürlich am Kern und trotzdem geht dieser Prozess nach außen hin irgendwo weiter. Das bedeutet, um deine Frage konkreter zu beantworten, wir werten nicht einzelne Beiträge aus, weil ein Beitrag so wenig aussagekräftig ist. Es ist sinnvoll, sich über Monate hinweg die Zahlen zu ziehen und zu schauen, hey, welche Inhalte haben gut performt, welche Inhalte haben nicht gut performt, bei welchen Inhalten sind Kontakte entstanden, wo sind vielleicht noch Kontakte entstanden, wer hat da wie interagiert, wie entwickelt sich der Account. Aber auch dann finde ich das immer sehr, sehr schwierig, weil du eben Vanity Metrics angesprochen hast. Man lässt sich leicht blenden von der Post hat besser performt. Wenn das aber weniger targetiert ist, dann hilft mir nicht, dass der 50 Likes mehr hatte. Mir hilft vielleicht der Post, der nur 15 Likes hatte, der aber dann eine Anfrage gebracht hat. Das bedeutet, sich hier nicht auf dieses klassische, ja, so viel wie möglich zu stürzen, sondern sich zu fragen, wie schaffen wir es, diesen klassischen Streuverlust, von dem wir mal alle im Marketing reden, zu reduzieren. Weil ich finde, dieser Streuverlust ist eigentlich, Vorsicht, ich habe 3 Jahre Berufserfahrung, keine 15. Aus meiner Erfahrung resultierend aus fehlender Klarheit. Das bedeutet, habe ich am Anfang die Basis nicht anständig gelegt, bin ich mir nicht im Klaren darüber, was ich will, dann werde ich natürlich ein bisschen Geld verbrennen. Ja, aber ich kann beeinflussen mit der Klarheit, die ich selber erzeuge für mich, wie viel Geld ich verbrenne. Und selbst wenn wir diese Klarheit haben, ist es am Anfang viel testen, weil die Qualität am Anfang natürlich noch nicht so ist, wie wir das auf jeden Fall sicherstellen wollen. Es sei denn, man bucht eine ganze Kampagne bei einer Boutique-Agentur, die einfach alles macht. Das heißt, auch hier so viele Faktoren wieder, die mit reinspielen, dass ich Kunden bei mir am Anfang der Einfachheit halber wirklich sage, hey, was wir jetzt machen, ist die Basis legen. Und dann machen wir mal ein halbes Jahr. Ziel ist es, nach einem halben Jahr alleine laufen zu können. Wir betreuen dann gerne weiter, das ist gar kein Problem. Aber Ziel ist es, dass die Leute dann alleine laufen können. Und ich habe auch schon Kunden gehabt, da habe ich gesagt, hey, ich bin hinten und vorne nicht zufrieden. Wo sind die Resultate? So, ich bin jemand, der braucht Ergebnisse, die mir dann gesagt haben, du, das ist für mich ein Prozess, den gehe ich mit. Das ist für mich nicht nur ein Prozess im Content-Marketing, das ist auch ein geschäftlicher Prozess, ein persönlicher Prozess, den ich gerade durchlaufe. Und du bist da Teil von. Das heißt, klar, es ist interessant, warum der Post nur 5 Likes bekommt, aber wenn wir es uns im größeren Kontext angucken, strukturiere ich gerade mein Geschäft um, das ist halt auch nur LinkedIn. Das heißt, das ist super unterschiedlich. Das ist, ich habe, das ist sehr, sehr bunt zuweilen. Jetzt fühlte mich gerade bei deiner Aussage nur 3 Jahre und 15 sehr alt. Sehr. Hey, ich freue mich so, wenn ich irgendwann sagen kann, weißt du, ich bin der, schon 15 der die ganzen Jahre dabei. Scheiße schon irgendwie seit 12 Jahren oder so macht um den Drehen, trala. Danke. Ich breche dann hier mit Sorry. Ab. Okay, ciao, war nett. Deine Bemerkung zu Prozess ist, glaube ich, eine sehr wichtige Sache, weil ja, am Ende des Tages bin ich noch immer ein Daten-Nerd und zwar noch immer klassisch aus einer Performance-Marketing-Sichtweise. Ja? Das heißt, ich will verstehen, warum etwas funktioniert, ja, oder und entweder es sind qualitative Gründe oder es sind quantitative Gründe. Deswegen habe ich mir angewöhnt, besonders, und das ist jetzt noch nicht mehr sozusagen für meinen eigenen LinkedIn-Content, sehe ich Tendenzen dadurch, dass das, was ich poste oder wie ich kommentiere oder mit wem ich interagiere, die Frequenz entweder von Anfragen, jetzt mal außen vor, oder von Follower Growth oder auch von Kommentarhäufigkeit und Kommentarqualität sich dann besser auswirkt auf sozusagen meine Außendarstellung.
und damit natürlich dann auch auf das Verständnis des Marktes, das man darüber entwickeln kann. Also eine Verbindung von, weil die Zahlen eines einzelnen Postes sind halt Schall und Rauch, außer daran hängt halt gerade irgendwie mein Business und ich bete halt darum herum. Aber wer so verzweifelt ist, der hat ein ganz anderes Problem. Deswegen die Erfahrung jetzt mal aus dem Gesamtportfolio über eure Kunden bis jetzt hinweg. Was merkst du, was sozusagen die treibende Motivation dahinter ist? Ist es dieses, oh, ich will unbedingt mehr Follower haben und deswegen brauche ich nochmal jemanden, der mit mir sozusagen an der Positionierung arbeitet, damit ich mich klarer ausdrücke? Oder ist es mir, ich weiß jetzt, es hört sich jetzt unfair an, aber ist es dann mehr so eine Art Reflektiertheit und sagen, okay, ich merke, dass meine Kommunikation gerade nicht zielgerichtet genug ist, damit ich die richtigen oder richtig auch wieder in Anführungsstrichen, richtigen Leute angehen kann, jenseits von einer Engagement-Quote von 10% und pro Post 50 oder 200 Likes und 80 Kommentare und tralala. Also wie wird Social-Media-Performance gerade von euren Kunden, besonders ja dann mit dem Aspekt persönlicher Markenaufbau, wahrgenommen? Gute Frage, auch hier relativ unterschiedlich. Ich weiß, dass ich gerade zu Beginn Anfragen hatte von Leuten, die sehr stark gegangen sind in Richtung, ich will Glaubwürdigkeit aufbauen und deshalb brauche ich bis Ende des Jahres den Badge LinkedIn Top Voice. Da muss man mal lernen, als Dienstleister sich auch emotional zu distanzieren und sagen, das habe ich nicht zu bewerten, ob er das möchte, sondern was steckt dahinter und ist das etwas, was ich selber abbilden kann? Denn ich selber, obwohl ich immer sehr eckig und laut kommuniziert habe und auch ja relativ bunt das Ganze nach wie vor mache, ist das kein Mindset, was ich grundsätzlich habe. Das bedeutet, es ist nicht automatisch lauter besser und mehr immer ja das Ziel. Das bedeutet, wir arbeiten mittlerweile nur noch mit Leuten, die sich darüber klar sind. Und selbst wenn noch Kunden dabei sind, die ursprünglich gesagt haben, ja, aber ich möchte Reichweite, auch mit denen entwickelt man sich weiter. Denn man selber gewinnt irgendwann eine Sicherheit und kann die auch weitergeben. Und ich glaube, dass das halt einfach wirklich am Dienstleister selber liegt, hier zu führen und zu educaten und die Leute an die Hand zu nehmen, zu sagen, hey, wir können das schon machen, aber schau mal, das und das und das und das haben wir dabei nicht bedacht. Möchten wir vielleicht nochmal darüber nachdenken? Und wenn der jemand dann sagt, ja, ist mir scheißegal, ich möchte trotzdem einfach 15.000 Follower aufbauen in einem Jahr, dann steht es mir frei zu sagen, ja, nein, vielleicht. Ich gehe mal noch einen Kaffee trinken. Die Leute, mit denen wir derzeit zusammenarbeiten, sind alle extrem entspannt, klar und überhaupt nicht aus auf schnell Reichweite aufbauen, weil, und das ist ganz, ganz wichtig, die Leute nicht mit LinkedIn Geld verdienen. Jemand, der hinkommt und sagt, hey, ich möchte mein Geschäftsmodell auf LinkedIn aufbauen, das ist klasse, das ist toll. Ich hab auch meinen ganzen Schabernack auf LinkedIn angefangen. Aber das ist etwas, das muss man sich A, leisten können und B, muss man sich fragen, wie nachhaltig ist das? Das bedeutet, wenn die Leute nur über LinkedIn Geld verdienen möchten, bin ich da in der Regel sehr vorsichtig. Gutes altes Don't Build on Rented Land Konzept. It's just that. Ja. Du sprichst ja einen sehr reflektierten Prozess jetzt auch ja gerade schon an. Kannst du mich ein bisschen mitnehmen, wie ihr dann eigentlich, also anhand welcher Kriterien oder auf welcher Fakten oder Daten ihr sozusagen dann genau bei dieser Positionierungs- und damit sozusagen Voice-Entwicklung, ja, was ihr da ein bisschen benutzt, ist, nehmt ihr News-Sachen mit, schaut ihr euch an, wie agiert vielleicht deine Zielgruppe, wie könntest du dich sozusagen, also es ist sehr nah am Bereich sozusagen Corporate Brand-Entwicklung, ja, diese schöne Branding-Ziel gibt es ja immer mit den einzelnen Layern. Ist das vergleichbar auch für eine Person oder? Hey, meine Personenmarke baue ich einfach aus dem Bauch heraus, dementsprechend. Da gehe ich nicht strukturiert vor. Ich habe die Shows nur für Firmen gemacht.
da haben wir was gemeinsam. Bei mir oder beim Millennial würde ich eher sagen, habe ich das auch alles nicht gemacht. Alles, was ich schreibe, schreibe ich aus dem Bauch. Und die meisten Sachen schreibe ich morgens vorm ersten Kaffee. Auch wenn ich das grundsätzlich so nicht weiterempfehle, weil das braucht eine gewisse Routine, das auch so entspannt handhaben zu können. Ja. Und dann, wenn man wirklich nach harten Zahlen misst, was auch immer das im Bereich Social Media heißt, in dem Kontext wieder, dann sollte man das Ganze natürlich ein bisschen durchdachter machen. Nein, wir arbeiten natürlich nicht nur mit den Golden Circles von Sinek und starte immer mit warum. Ja, also grundsätzlich sollte schon irgendwie eine Motivation sein, das zu tun, und das sollte ein Grund sein, warum es das Unternehmen gibt. Ja klar, aber nun, das reicht nicht aus, um eine Marke aufzubauen. Und auch hier wieder, wie gesagt, ich blicke jetzt auf 3 oder 4 Jahre praktische Berufserfahrung zurück. Das bedeutet, alles, was ich aus der Markentechnik weiß, begründet sich selber aus praktischer Erfahrung. Was heißt das? Heißt, wir arbeiten natürlich mit einem Framework, der dann doch noch mal etwas differenzierter ist als warum, wer, wie, der sich schon damit auseinandersetzt. Klar, wie sieht das Marktumfeld aus? Was ist denn hier eigentlich mit der Persönlichkeit los? Was ist mit der Persönlichkeit der Marke los? Wen wollen wir erreichen? Wie konkret machen wir das? Wie setzen wir uns vom Mitbewerb vielleicht ab? Und dann auch hier, das ist alles super technisch und das ist schön, aber auch hier muss ich sagen, eine Marke, und ich glaube, das dürfte allen, vor allem deinen Zuhörern klar sein, das ist nichts, was von heute auf morgen kommt mit der Positionierung und schon gar nicht mit der Positionierung auf LinkedIn. So, das ist genauso, wie wir uns eine Reputation nicht über was weiß ich, 1,5 Wochen aufbauen. Das ist jahrelange Arbeit. Und das, was wir tun, ist ein Teil dieser jahrelangen Arbeit. Wir machen das im Prinzip sichtbarer, wie auch immer du sichtbar dann definieren möchtest. Heißt also im Prinzip, es ist vor allem neben der Positionierung die kontinuierliche Weiterarbeit und das Füttern mit Inhalten, die Verbesserung der Inhalte, die Kommunikation mit den Leuten, die man erreichen möchte, ganz, ganz viel wirklich Interaktion mit den Leuten. Wir sehen so viel bessere Ergebnisse, wenn die Leute selber in Kontakt stehen mit Menschen, die sie erreichen möchten. Und wenn das am Anfang nur ein Testen ist, es ist Social Communication. Was wir vergessen ist, obwohl wir vom Bildschirm sitzen, dass menschliche Psyche und Kommunikation immer gleich funktionieren. Natürlich ist das amplifiziert auf ganz vielen verschiedenen Ebenen auf Social Media oder digital allgemein. Aber Kommunikationsprinzipien wirken überall gleich. Das bedeutet, wenn wir uns versuchen vor Augen zu halten, dass wir uns auf Social Media auch nur in einem sozialen Konstrukt bewegen, wie wir das halt auch analog tun, können wir vielleicht anfangen, Fragen zu stellen, die sind wichtiger als, wie baue ich denn Reichweite auf? Nach welchem Framework gehe ich denn vor? Naja, nach welchem Framework gehe ich denn vor, wenn ich meine Freunde treffe? Habe ich da eine krasse Technik zugrunde liegen? Oder wie kommuniziere ich? Wenn wir das Ganze auf eine solide Technik, auf eine solide Grundlage stützen, hey, ganz ehrlich, dann haben wir 80% von dem, was der Markt ohnehin macht, wirklich gut gedeckelt. Erstmal machen. Wirklich erstmal machen und dann von da an weiterarbeiten. Das war jetzt ein langer Monolog. Vollkommen okay. Sorry. Es ist ja auch. Nein, wofür? Wofür? Es ist ja. Also, da geht es immer so ein bisschen mit mir durch irgendwie. Ja, aber es ist doch gut, weil man daran merkt, wie ehrlich es dir damit auch ist. Ja, und das ist ja nicht nur etwas, was du halt irgendwie dann von irgendwo anders übernommen hast und dann sagst, okay, und jetzt mache ich damit halt dann meine Kunden glücklich. Sondern es kommt halt wirklich aus dem, also genau das, was du gerade sagtest, ja, Authentizität. Aber in dem Nebensatz hast du natürlich wieder etwas angesprochen, was mich dann wiederum sehr reizt, ja, als Zahlen-Nerd, das geschrieben, oder gesagt, die Qualität verbessern. Wie macht man dann sozusagen diesen Soft-Faktor Qualität begreifbar? Messbar. Ich wollte das Wort messbar eben nicht verwenden. Also sonst landen wir ja wieder so bei Impressionen und Klicks und Likes und sonst was. Vielleicht, ja, kommen wir ja noch woanders hin. Frage.
Nein, es ist durchaus eine berechtigte Frage. Ich habe in die Erfahrung, die ich gemacht habe, es ist die Leute, die sich vor Messbarkeit drücken, in der Regel keine Ahnung davon haben, wie Dinge zusammenhängen. Ich habe, als ich angefangen habe, ganz, ganz viel gesagt, ja, aber Marke ist doch Gefühl. Ja, Marke ist Gefühl, aber Marke wird gekauft. Das heißt, Marke ist die Eroberung des Vertrauens meines Gegenübers, das Erlangen des Vertrauens, die Schaffung dieses Vertrauens. Und auch das kann man messbar machen. Jetzt muss man sich genau die Frage stellen, wie machen wir Vertrauen messbar? Das ist natürlich nicht von heute auf morgen messbar an zum Beispiel Umsatzsteigerung. Aber wenn wir über die Qualität von Posts sprechen, können wir uns anschauen, hey, wie sind die technisch umgesetzt? Wie sind die inhaltlich umgesetzt? Wie flüssig geht es auch? Das ist ganz oft, und das hören Marketing-Leute, ich weiß nicht warum, nicht gerne, es hat auch viel mit Bauchgefühl zu tun, dass man nachher messbar machen muss. Das bedeutet, in dem Moment, wo ich für mich feststelle, hey, das Schreiben geht einfacher, ist das ein Erfolg? Natürlich muss das nicht unweigerlich ein Erfolg sein, der direkt zu neuen Kunden führt. Aber aus diesem, ich kann leichter schreiben, entwickelt sich vielleicht ein, hey, das ist ein gutes Format, weil ich habe letztens mit dem und dem mich ausgetauscht, aufgrund dieser Fähigkeit des besseren Schreibens. Das sind Gesamtzusammenhänge, die wir hier sehen müssen. Doch man kann Qualität messbar machen. Die Frage ist, was bedeutet Qualität und was heißt messbar? Und langfristig wollen wir mit Marke Umsatz machen. Umsatz stärken, Verkäufe, was auch immer. Wir wollen den Absatz fördern. Gut, nicht nur mit Marke, ne? Wir sprechen ja auch von Marketing und letztlich dann auch der ganzen Akquise- und Sales-Geschichte. Das heißt, nein, es ist natürlich nicht nur Marke. Aber das Ganze losgelöst voneinander zu betrachten, ist schwierig. Das heißt, wir müssen uns auch dann wieder anschauen, von welchem Teilaspekt hier reden wir und wie greifen die ineinander. Der jemand, der gerade den Dude aus dem Sales kontaktiert hat, kennt er uns vielleicht nur wegen unseres Podcasts, den der auf LinkedIn das erste Mal gehört hat. Wir sprechen hier von Dingen, die wir vielleicht dann nicht messen können. Wir können nur messen, der hat abgeschlossen. Okay, cool, aber wie lange folgt er uns schon? Keiner oder 80%, locker mehr als 80% meiner Kunden haben, bevor sie mich kontaktiert haben, nicht mit meinen Posts interagiert und ich hatte die nicht auf dem Schirm. Woher kanntet ihr mich? Ja, du, wir haben dich vor einem halben Jahr mal auf LinkedIn gesehen. Wir haben gedacht, du, wir folgen dir jetzt eine Weile, das ist gut, was du machst. Also haben wir uns gedacht, wir wollen mit dir zusammenarbeiten. Hä? Wie mache ich denn dieses halbe Jahr messbar? Ich mache es messbar in dem Moment, wo es mir Umsatz bringt. Okay, aber was heißt das? Man kann es messbar machen. Die Frage ist, wie? Mhm. Und, ne? Man kann die meisten Sachen über, also du hast es ja schon angesprochen, genau, über die Proxys. Das ist eine wunderbare Diskussion, die ich, weiß ich nicht, einmal oder zweimal die Woche sozusagen dann in meiner schönen LinkedIn-Bubble dann doch unter den Marketeers habe. Ja, aber das geht nicht. Und das ist ja dann Branding. Und Branding kann man nicht messen. Ich so, ja doch, kann man. Du merkst, wenn deine Retention hochgeht, das ist Branding, weil das ist Trust-Aufbau. Du merkst, wenn deine Sales-Leute nicht mehr zwei Calls brauchen, sondern nur noch einen. Es gibt so viele, aber du musst halt über diese Proxy-Metriken nachdenken und da halt Hirnschmalz reinstecken. Mhm. Wie ist mein Geschäftsmodell aufgebaut? Wie ist bis jetzt meine Customer Journey irgendwie präsentiert? Wie kann ich sie auch ummodellieren? Da ist sehr viel Aufwand drin und den scheuen halt ganz viele, leider. Ja, und dann sagen sie einfach, ich sehe ja keine Effekte, weil jetzt habe ich das mal ein halbes Jahr lang gemacht. Weil du keine Arbeit reinsteckst. Ja. So, das ist genau das Ding. Da werde ich super schnell, also nicht vor Kunden, aber grundsätzlich bei uns auch intern, da werde ich super schnell emotional, weil ich mir denke, Freunde, es kann doch nicht sein, dass ihr Ergebnisse erwartet, wie jemand sie hat, der da, ich weiß nicht, seit 2 Jahren jeden Tag 5 Stunden reinsteckt, innerhalb der nächsten 3 Monate und dann nicht bereit seid, auch Zeit reinzustecken. Ich sehe da aber auch wieder sehr, sehr, sehr viel Verantwortung auf Dienstleisterseite, dass die Leute aufklären, weil es gibt nach wie vor, wie viele Ads kriege ich auf Instagram um die Ohren mit Leads automatisieren? Und ich denke mir, ja, Halleluja, ich mache 3 Kreuze Leads automatisieren. Ich will möglichst schnell viele Leads und ich möchte dies und ich möchte das. Nee, stopp. Was bringst du an Ressourcen mit?
was haben wir denn, womit wir arbeiten können? Welche Daten haben wir denn? Ja, also grundsätzlich, die kommen auf unsere Website. Woher kommen die? Ich kann nicht messbar machen, woher die kommen. Aber Leute, habt ihr mal mit jemandem gearbeitet, der das hat? Ja, ich weiß nicht. Also wir sind auf Social aktiv, aber wie seid ihr auf Social aktiv? Wo seid ihr aktiv? Wie häufig seid ihr aktiv? Was konkret macht ihr da ausgerichtet auf die Zielgruppe? Mit wem kommuniziert ihr? Das sind Sachen, da machen sich Leute keine Gedanken drüber und sagen dann, wie in jedem Lebensbereich, das funktioniert nicht. Ja, okay, gut, Kartoffeln schmecken mir nicht. Du hast vielleicht noch nicht jede Kartoffel auf dieser Welt probiert und kannst vielleicht nicht differenzieren, wie einzelne Kartoffelsorten schmecken. Ja, ist ein bisschen Arbeit, stimmt. Macht mir im ersten Moment keinen Spaß. Willkommen in Erwachsenenland, hier macht nicht alles Spaß. Willst du Kunden oder willst du sie nicht? Und dann ist wieder die Frage, was sourcest du an den Dienstleister aus? Also, ne, da alles. Und da sehe ich so viel Verantwortung bei den Dienstleistern dann auch zu sagen, hey, wir können das alles machen, aber das passt nicht ins Budget. Und wenn wir das alles machen, das und das und das und das brauchen wir dafür. Aber auch hier fehlt einfach, habe ich den Eindruck, vielen Leuten die Erfahrung. Und das sage ich als relativ junger Mensch auf dem Gebiet. Viele Sachen weiß man auch am Anfang selber nicht. Gerade im Marketing kontrolliert einen ja niemand. Man kann ja von heute auf morgen sagen, ja geil, ich mache jetzt Branding. Ah, und die Leute, die seit 30 Jahren Marken machen, die stehen daneben und denken sich, sag mal, willst du mir auf die Füße spucken oder was soll das jetzt hier? So, da. Ja. Tut mir leid, das geht echt mit mir nein, nicht warum? So. Da, auch das? Ja, aber es ist ja genau, also es ist ja genau auch meine Erfahrung. Philipp, können wir dann mit Daten auf einmal das und das machen und tralala? So. Daten sind nicht magisch. Nee. Also das ist kein magischer Feenstaub oder Einhorn, der irgendwie auf einmal sonst was wachsen lässt, was vorher auch nicht funktioniert hat. Ja. Menschen sind halt leider Gottes aus irgendeinem Grund immer auf diesen ganzen Suchen nach die 7 besten Hacks, um sofort deine Trala wachsen zu lassen. Und oh, ich krieg immer, also ja. Ich könnte jetzt auch so wie du gerade. Ich versuche mich zu zügeln. Und du hast vollkommen recht. Also es liegt zum einen natürlich an Dienstleistern, aber zum anderen muss man, ja, also es gibt von all unseren Großeltern ja noch immer den guten Spruch, gut Ding will Weile haben. Oh ja. Und der ist legitim, wenn es darum geht, dass du eine nachhaltige Bindung aufbauen willst, auch in Vertrauen. Ja, und da rede ich jetzt nicht von TikTok-Fame, weil ich mache halt coole sonst was Videos über, in diesem Falle Dance-Moves oder irgendwas anderem, weil ein Herr Anwalt ist zwar stetig gewachsen, aber mit sinnvollem Inhalt, der Mehrwert gebracht hat, über hunderte von Videos hinweg. Ja. Das ist kein One-Hit-Wonder. So, ja, auch du, ja. Unter deiner Initialbrand, ja, 10.000 Follower, auch stetig, brav, immer zu Anfang angefangen halt mit Slideshows, dann mal Video, dann Single Post, dann Long Copy Forms und so. Das ist Arbeit und ganz viele wollen aber denken, Marketing und alles, was wir irgendwie im Marketing halt anfassen, dank Internet, geht halt von heute auf morgen blitzschnell und umso mehr Geld ich drauf schmeiße, umso schneller geht's noch immer. Nein, hier spricht jetzt der langjährige Digital-Marketer und Datenverrückte, nee, geht halt nicht. Tut mir leid. Du kannst Glück haben, Viralität erzeugen, das ist nicht kalkulierbar. Ja. Und es ist vor allem nicht nachhaltig eine Strategie. Das finde ich immer toll, wenn Leute sagen, ja, ich möchte eine Viralitätsstrategie. Und ich meine, du kannst die Wahrscheinlichkeit steigern, aber du kannst keine Strategie auf Viralität aufbauen. Wie du schon sagtest, Herr Anwalt, das ist für mich ein schönes Beispiel für Mehrwert setzt sich durch. Ne? Mehrwert ist ja so ein Buzzword, da haben wir uns alle ordentlich die Finger dran verbrannt in den letzten 2 Jahren. Was gut ist, setzt sich durch. Und was gut ist, heißt sowohl in Schwarz als auch in Weiß. Heißt in Form und Funktion. Das ist immer so eine schöne Wortkombi. Das heißt, wenn es so konsumierbar ist für die Leute, die es konsumieren, dass sie es sehen möchten und wenn es so gut ist, dass sie Spaß daran haben. Und das ist erstmal super banal ausgedrückt. Aber will ich es gucken?
macht es mir Spaß und bringt es mir was? Was bringt es mir? Die Frage nach, was bringt es mir, ist im Marketing so unfassbar wichtig. Und zwar nicht nur aus Sicht desjenigen, der Geld reinsteckt, sondern vor allem aus der Linse desjenigen, den wir erreichen wollen. Was bringst du deinem Gegenüber? Was hat er davon? Wenn ich auf die Website komme, sehe ich sofort, was ich hier brauche oder sehe ich eine Leistung? Wenn du eine Jobanzeige schaltest, kommunizierst du dein Anforderungsprofil in Form von, du bist passioniert und du bist initiativ oder zeigst du den Leuten ihre Perspektive? Ja, aber ich habe ja du gesagt. Nee. Das ist ein kompletter Perspektivwechsel. Was bringst du deinem Gegenüber? Was hat er davon? Make it about them. Ja, wir haben geschnackt über im Endeffekt, was macht, also jetzt den größten Teil, was macht Qualität? Wie erkennt man Qualität im Content-Bereich? Und ja, natürlich hat das was mit Engagement zu tun. Aber ganz viel davon ist halt nur sichtbar durch Proxys. Und man muss sich halt trauen, diese Proxys zu messen. Und man muss sich auch bewusst sein, dass viele von diesen Proxys halt echt Lagging-Metriken sind. Also erst im Nachgang. Ja. Und es gibt im Content sehr wenig, was sozusagen Leading-Qualität anzeigt, außer halt solche netten, dann wir nennen sie wiederum Vanity-Metrics, wie Likes, Kommentare oder halt Impressionen. Wobei Impressionen ja auch einfach nur abhängig sind von, wie gut habe ich dem Algorithmus jetzt gefallen. Dina, danke da für deinen Einblick genau in diese Welt von, was macht eigentlich Qualität aus und dass sie halt nicht messbar ist. Aber dass es gleichzeitig auch Zeit braucht, dass man erkennt, was dahinter eigentlich Qualität ist und wie Qualität sich für meine Zielgruppe oder für die jeweilige Zielgruppe dann zusammensetzt. Wie immer, ich danke dir und ab jetzt gehört einfach, wie viel Zeit auch immer du haben möchtest, dir und du darfst erzählen, tun und lassen, was du möchtest. Du darfst mir nur nicht danken für die Zeit. Deswegen, man spricht sich. Ciao, ciao. Ja, ciao, ciao. Das ist schade. Ich wollte gerade abschließen mit vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Der absolute Klassiker. Du, ich glaube, ich habe gar nicht mehr so viel zu sagen. Ich wünsche allen Beteiligten ein schönes Wochenende, aber ich weiß nicht, wann du den live schaltest. Also dementsprechend wünsche ich allen Beteiligten einen schönen Start in den Tag, eine fantastische Mittagspause, schönen Feierabend, gute Nacht, wann auch immer ihr das Ding hört. Und in diesem Sinne sage ich ciao, ciao. Danke für deine Zeit. Ich hoffe, du konntest auch heute wieder etwas für deinen Umgang mit Daten mitnehmen und bist dem Warum ein Stückchen näher gekommen. Ich auf alle Fälle. Hinterlasse doch bitte eine Bewertung auf iTunes, Spotify oder von wo auch immer du gerade zuhörst. Das hilft wirklich sehr. Bis zur nächsten Folge bei Data Engage. Dein Philipp.